Guten Tag, mein Name ist Thomas Hels. Ich bin Inhaber der Lachgasgeräte TLS Medsedition mit Sitz in Bad Feilbach und wir leiten auch das Institut für zahnärztliche Lachgassedierung, auch als Bad Feilbach, wo wir Schulungen machen, Zertifizierungsschulungen nach CED, speziell für die Lachgassedierung bei Zahnärzten, aber auch anderen Medizinern. Ich möchte Ihnen hier das Gerät von Technogas Masterflux Plus präsentieren. Hier handelt es sich um ein Lachgasgerät, das mit einer manuellen Bedienung, also ohne Elektronik. Wir können hier einmal den Flow einstellen, was der Patient zum Atmen benötigt, zum Beispiel 8 Liter pro Minute, und dann stufenlos das Lachgas bis maximal 70% einstellen. Und wenn ich zum Beispiel 50% eingestellt habe, kann ich entweder den Flow verändern, dann bleibt die Konzentration gleich, oder ich lasse den Flow gleich und ändere die prozentuelle Einstellung. Dann bleibt die Menge, also der Flow, gleich und nur die Prozentmengen des Lachgases zum Sauerstoff ändert sich. Dann in der Mitte ist ein Flashknopf, da wird Sauerstoff dazugeschossen und wird sozusagen das Lachgas abgeregelt und mit Sauerstoff gespült. Dann haben wir ein Maskensystem in 3 Größen. Das ist Größe XS, S und M. Und es gibt auch dann die Option eines vierten, also 4 Masken, ist dann ein GL noch dazu. Wir zeigen Ihnen das hier. Also der Patient, der Vorteil dieser Masken ist, dass der Patient die Maske frei trägt, nicht wie bei den konventionellen Systemen, dass das über die Kopfstütze fixiert ist, sondern dass der Patient das frei am Kopf hat. Kann ich die Schläuche in einen speziellen Halter hier einhängen und dann den Patienten schön jetzt hier mit reinem Sauerstoff versorgen oder dann mit Lachgas. Und der Vorteil ist jetzt, dass ich den Patienten frei bewegen kann, ohne dass ich die Schläuche nachdrehen muss. Die Masken sitzen perfekt, durch diese Stirnstütze sind sie auch gut haben Sie eine Mehrpunktauflage und der Patient, ich kann ihn auch überstrecken, und besonders bei der Chirurgie ist es wichtig, dass ich den Patient frei bewegen kann. Ich stelle jetzt den Flow ein und die Abluft kann ich hier über dieses System entweder an die großen Sauger anschließen oder über den Einwegadapter an den kleinen Saugschlauch anschließen. Dann kann ich die jetzt natürlich die Position machen und jetzt langsam titrieren mit Lachgas. Beim Abnehmen sollten erst die Schläuche abgenommen werden und dann die Nasenmaske. Die Masken sind autoklavierbar, 134 Grad. Aber nicht die Bänder. Die Bänder sind normal aufbereitbar oder als Einwegband zu verwenden. Man kann die komplette Maske zerlegen. Das Y-Stück mit den Ventilen, auch die Stirnstütze und die Maskenhalter separat. Es ist komplett aus Silikon, latexfrei. Und das Polycarbonat ist auch zu sterilisieren. Die Schläuche sind, es ist ein Einwegsystem, das heißt, durch die Rückschlagventile kann nicht zurückgeatmet werden, aber es gibt auch Schläuche, die man sterilisieren kann. Das wären diese Schläuche, die kann man autoklavieren, sterilisieren bei 134 Grad. Die kann man also optional auch aufstecken. Dann kann ich dieses Halteband speziell für jeden Patienten je nach Kopfumfang einstellen. Über ein Klettband kann ich die Spannung individuell einstellen und dem Patienten so eine absolut komfortable, komfortable Maskenhalterung gewährleisten, sodass die Masken ideal am Kopf befestigt werden und dann absolut abdichten und deswegen die Raumluftkonzentration niedrig halten. Das sind jetzt die Stirnstützen. Die kann ich auch bei Kindern behandeln.
Stirnstützen abnehmen und auch das Solo. Okay, Dankeschön.